Kleine Mädchen denken sich gerne romantische Kleider aus, die sie gerne tragen würden. Ich war auch so. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, die aufregender war. Die Vorstellung, dass mir die Art meiner Kleidung die Welt der Romantik eröffnet. Das Wichtigste war wohl die Aufmachung. Sie möchte, dass die Menschen nach Höherem streben, dass sie ihren Körper beachten und stolz auf ihre Kleidung sind und Spaß daran haben. Wenn man will, dass einem alle Männer auf der Baustelle nachpfeifen, dann soll man es tragen und die Reaktion abwarten. Vivian ist, und das ist ganz wesentlich, überhaupt nicht an der Moral oder am Geschmack der Leute interessiert. Sie riss die Modeschranken nieder, änderte die Art der Wahrnehmung von Kleidung. Das sahen auch die Modeexperten so. Und damit kam diese neue Richtung ins Rollen. Ich mochte sie sehr gern. Denn ich spürte, dass sie verzweifelt nach einer Möglichkeit Ausschau hielt, etwas anderes zu tun, als ihren Kinderwagen zu schieben. Ich entwarf nicht mit Hilfe einer Schneiderpuppe. Die Techniken resultierten eher aus der Malerei als aus dem Schneiderhandwerk. Vivian war auch keine gelernte Schneiderin und ich war Maler, machte mich aber von fast allem, was ich wusste, frei. All das ging klar gegen die High Street, sogar gegen die King's Road. Vorher gab es sowas nicht. Ich glaube nicht, dass sie meint, Kunst zu machen. Ich glaube vielmehr, dass sie meint, ihre Arbeit ist ein Hilfsmittel für das, was sie bewirken will. Zuerst spielt man mit den Polen Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann ohne einen Hauch Weiblichkeit in seiner Kleidung sexy wirken könnte. Sie hat einen Einfall, denkt darüber nach, schüttelt ihn hin und her und präsentiert die erstaunlichsten Resultate. Resultate, die beeinflussen, die andere Designer aufnehmen. Was sie gemacht hatte, dringt in die Modewelt.